Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Am 6. Mai in der Swiss Life Hall Hannover. Mittelgewicht 84 Kilo, das Limit, Unified Rules of MMA. Dreimal 5 Minuten ausgemachte Distanz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Cage treffen sich 40 Jahre Erfahrung. Sehen Sie den Meistern bei der Arbeit zu. David der Panamaker und Mario Wittmann. Und Daniel, guckst du wieder in deine Glaskugel? Wie viele Runden sagst du voraus? Nein, auch bei den beiden. Das sollte mich wundern, wenn es wirklich hier über volle 3 Runden geht. Lag zwar heute Ringfall zur ersten Runde, First Round. Von schweren Jungs, aber nee, hier, das wird eine harte, aber das wird auch eine sicherlich vorzeitig zu Ende gehende Sache werden. So. Mario ist bekannt für wirklich sehr harte Kicks und Top-Knie-Einsatz. David hat jetzt länger nicht gekämpft. Ah, High-Kick zum Kopf von Mario. Harter Low-Kick. Noch einer hinterher. Ja, aber David schlägt zurück, jetzt auch mit guten Händen. Die sind auch schnell durchgewirbelt. Weiterer Low-Kick und der hat wehgetan. Der hat ihn richtig weggezogen und Mario lockt schon. Das hat man gesehen. Mario lockt schon, ja. Das ist auch so ein bisschen seine Art. Er provoziert dann auch gern so ein bisschen den Gegner. Aber David ist jemand, den darf man nicht unterschätzen. Er kann auch kontern, der kann auch hart schlagen. Also man darf da nicht planlos angreifen. Man muss schon konzentriert bleiben. Kommen wir mal jetzt. Aber der Low-Kick natürlich ein ganz starkes Mittel für Mario Wittmann, um seinen Gegner hier den Arm schwer zu machen. Immer wieder zieht sich Mario dann aber ein bisschen zurück, um dann neu aufzubauen. Wechselt auch immer mal wieder die Auslage. Jetzt klassisch, orthodox links vorn. David, der stürmt hinterher. Also Mario lässt ihn jetzt auch ein bisschen laufen. Aber bleibt bei den Low-Kicks. Dann kommen diese harten Kicks. Hat gemerkt, dass er damit seinem Gegner Schmerzen zubereiten kann. Die rechte war schön. Die hat auch ein bisschen Ziel gefunden. Dann nochmal die rechte. Diese drin. Auf jeden Fall. Ja, Mario soll da seine Deckung nicht vernachlässigen, auf keinen Fall. Jetzt bringt er David the Panamaker runter. Aber der hakt sofort ein, setzt zwar auch noch einen Fußhebel an. Ja, das kann hat sich gefährlich das Bein geschnappt. Jetzt muss Mario gucken, welche Richtung muss er drehen, dass er da rauskommt. Geht rum. Selbst den Zaun jetzt im Rücken, Mario Wittmann. Ja, auch mit so einem Heel-Hook. Mit so einem Fußhebel kann man Kampf beenden. Und macht sich frei. So, und jetzt kommt die spannende Frage. Bleibt David so? Aber Mario will im Stand kämpfen. So hat er seine letzten Kämpfe alle gewonnen. Und er lässt ihn aufstehen. Ja, wird auch quotiert hier vom Publikum. Spannende Auseinandersetzung. Man merkt das Knistern hier in der Halle. So, da hat Mario abgewartet und hat dann so einen Rückhandschlag gebracht. Mario darf die Defensive nicht vernachlässigen. Ja, jetzt war er selber ein bisschen unbeherrscht. Hat er sich wahrscheinlich erhofft, er kann einfach drüber wirbeln. Aber diese Kicks und die zahlen ein in das Konto. Jetzt sieht man das schmerzverzerrte Gesicht. Ja, David hat auch schon ein bisschen Probleme da mit dem linken Bein. Das ist, er kann es gar nicht schnell genug wegbringen. Und Mario wird das weiter bearbeiten. Muss schnell zurückgehen, wenn diese wilden Schwinger kommen, denn die sind hart. Ja, Kinn runternehmen, Deckung oben halten, nicht nachlässig werden. Ja, da auch mal ein schöner Konterkick zum Bein von Mario. Wieder Auslagenwechsel bei Wittmann. Schöner Jab. Jetzt wieder links vorn. Harte Rechte von David. Wieder eine schöne Rechte. Das spürst du bis hier, diese Erschütterung, die da durch das Bein geht. Ja, auch der Panamaker versucht es jetzt mit Low Kicks. Hat auch schon bei Wittmann, sieht man auch schon am linken Bein, deshalb nimmt das nach hinten. Ja, was gut ist bei Wittmann, der kann beidbeinig kicken. Das heißt, er kann schon mal die Auslage wechseln. Aber er darf es natürlich auch nicht zu oft treffen lassen.
Schöne Linke. Abgewartet und dann getroffen. Ja, ja, da hat David Brillmann. Körpertreffer hinterher. Jetzt kommen die Knie. Da darf er nicht den Kopf runternehmen. Dann ist er, wird man ausgeliefert. So. Eine Stärken von Wittmann, mit den Knien zu arbeiten. So, aber jetzt, der Pannenmaker und jetzt schlägt zurück. Der Pannenmaker also der, aber nach, jawohl. Da waren zwei Hände locker im Ziel. Da lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. So, hier, wer macht hier noch den Schlussakzent? Schöner Ellbogenstoß. Der Ellbogen fliegt rüber, das Knie von Wittmann. Weiterer guter Ellbogenstoß. Da muss aufpassen. Der Pannenmaker wehrt ab. Jetzt Ellbogenstoß von Wittmann, Faustschlusskombination. Ja, das wird nicht die Zeit, das Schläge. Das reicht nicht mehr für ein vorzeitiges Ende. Oder trifft er? Ende der ersten Runde. Tolle Aktion von beiden Kämpfern. Beide einen guten Sport nochmal gemacht. Mit ein bisschen mehr Anteil für Mario Wittmann. So meine Sicht der Dinge. Ja, ich würde auch sagen, die erste Runde hier für Wittmann. So, haben sich hier wirklich ordentlich was geliefert. Aber tolle Auseinandersetzung. Sehr hart umkämpfte erste Runde. Hier sieht man noch mal ein paar schöne Zeitlupenaufnahmen. Ja, da hat er das Bein geschnappt und dann kam es bei der schöner Körpertreffer. Und dann war auch ein Knie. Ja, aber der Knie war gut geblockt. Noch mal ein Knie wieder auch weggenommen. Geblockt. Ah, David ist gut, hat die Deckung dann schnell dran, dass diese Kniestöße nicht durchkommen. Seconds up, eine Seconds up, drin wunderbar gewesen. Getroffen. Zum Schluss waren drei, viermal der Ellbogen von Mario da. Tolle erste Runde von beiden Kämpfern. Ladies and Gentlemen, ich sehe da oben einen ausgesprochen geilen Kampf. Wenn Sie das genauso sehen, lassen Sie sich die Kämpfer hören. Ja, Zwischenapplaus. Ring frei zur zweiten Runde, Second Round. So, David wieder so ein bisschen überfallartig und da war der Finger drin. Da ist er beim nach vorne stürmen quasi Mario Wittmann auf die Hand drauf. Timeout, wir haben Zeit wird gestoppt. Versehen weg von der Ecke, ja, da muss er eine neutrale Zone. Das war sicher keine Absicht. So, Kämpfer hat Zeit sich zu erholen. Ja. Was wir jetzt auch nicht wissen, ob David vielleicht eine weiche Kontaktlinse trägt, wenn die verrutscht ist, ist auch sehr unangenehm. Ja, sagt er, gibt da auch Jan Gürkel schon so. Verstehen, dass da mit dem Auge muss er jetzt ein bisschen blinzeln. Okay, das Auge geht auf jeden Fall auf. Das ist also erstmal schon mal ein gutes Zeichen. Ja, er wischt noch so ein bisschen. Kann auch sein, dass da so eine Wimper reinkommt. Das ist genauso blöd. Dann zwickt es und reizt ganze Zeit. Aber er guckt, blinzelt. Jetzt so, kommt jetzt, doch der Ringarzt. Jetzt kommt. Ja, wenn es ganz blöd gelaufen ist, dann ist er eben oben über die Netzhaut drüber, sei es der Handschuh oder vielleicht ein bisschen der Fingernagel, wobei die auch kontrolliert werden, dass die kurz sind und keine Ecken dran. So, jetzt guckt Muhammad Rashayev, der zweite Ringarzt hier heute bei Wheel of MMA. Checkt jetzt. Ich kann leider jetzt von unserer Position aus hier. Es wäre mehr als schade und verdrießlich, wenn das jetzt ein Kriterium wäre, den Kampf nicht weiterzuführen. Ja, aber ich hoffe eben für David, dass es keine Sache ist. Jetzt guckt er, ob alles. Ob er alles erkennt, wie die Sehfähigkeit hergestellt ist. So, Matthias Schiffer kommt dazu, der zweite Arzt. Kurze Besprechung, Abstimmung. So, da wird der Test gemacht, der Augentest. Ja, dann hat das Auge vielleicht auch ein bisschen reingedrückt. Dann war Druck auf dem Augapfel. Also das würde mich natürlich jetzt ärgern, wenn es jetzt vorbei ist. Wenn so eine Auseinandersetzung mit einem Fingerstich beendet wird. Ja, David läuft so ein bisschen unruhig rum. Er geht in seine Ecke, aber er muss eigentlich in der neutralen Zone bleiben. Es sei denn, er sagt, ich nehme den Kampf wieder auf. Dann. Ja, macht's. Jawohl. Jawohl. Der Mann aus Eckental. Der gibt nicht auf. Er blinzelt immer noch, zwinkert immer noch. Aber es geht weiter. Und guck mal, was will der Pannenmaker jetzt? Will er Distanz herhalten? So, Mario hat ein bisschen an der Nase was abgekriegt. Ja, wischt ihn jetzt. Da dreht sich David auch ein bisschen rein in den Mann. Ansatzlos so einen gedrehten Sidekick zu machen, ist nicht immer das Schlauste. Mann, aber das, jetzt schöne Hände. Das wilde Nummern, aber da wartet Wittmann. Da
Da war das eben. Jetzt hat er auch Wittmann hart getroffen. Ja, ja, da war ein ordentlicher Klingler drin. Nee, er schüttelt den Kopf, er sagt, da ist nichts. Nee. Kommt mir gar nicht immer. Ein toller Aufwärtshaken. Harte Schläge zum Körper waren. Konzentriert bleiben. Aber da, jetzt muss. Wittmann ist auch ein bisschen am Schnaufen. Ja, ich glaube, der war gerade. Er signalisiert zwar, ich bin voll da, komm du nur. Und schießt links, rechts durch. Ja, und jetzt ja, das war ein Fauststoß, oder? Naja, jetzt moniert der Pannenbecker, jetzt waren die Finger nach vorn. War das ein Fingerstoß oder war das ein Fauststoß? Es war ein Treffer, die Faust war drin. Und er hätte auch eher gesehen, dass es ein Fausttreffer war. So. Wittmann geht runter, hockt sich hin. Jetzt müsste man die Zeitlupe sehen. Dann die kriegen wir später sicherlich nachgeliefert, aber jetzt dadurch, dass wir nicht wissen, ob es gleich weitergeht, wird erstmal nicht unterbrochen, sondern man lässt Realtime laufen hier. So, jetzt werden beide Kämpfer nochmal von Jay Gürkel ermahnt. Finger ran, Fäuste am besten zu beim Schlag natürlich. Also Wittmann sollte technisch bleiben, er sollte sich nicht auf dieses... Ja, es wird dann ein richtig wilder Schlagabtausch. Auf diesen Schlagabtausch einlassen. Ja, aber das Risiko ist zu groß, dass du da marschiert. Auch mal den einen oder anderen einfängst und zu Boden gehst. So, jetzt wird man nur noch im Rückwärtsgang, lässt ihn nur noch kommen. Ja, wo sind die Kicks genau? Am Anfang war das genau das Mittel. Und der Panemaker sucht einfach nur den Moment, in dem Wittmann steht. Ja, für das. Schön die Rechte für drin. Diese harten Schläge. Er schlägt hart. Nicht sehr präzise, aber hart. Ja, Wittmann muss vom Zaun weg, darf es ja nicht stellen lassen. Oh, der war voll. Jetzt wackelt er. Mal Wittmann wackelt. Jetzt kommt das Knie von der Panemaker. Der ist da. Schlägt jetzt auch unten durch, unter der Deckung. Trifft Wittmann wieder und wieder. Harte Ellenbogenstöße. Der nimmt nicht so viel mit. Harte Ellenbogenstöße. Kommt Wittmann noch mal. Immer noch benommen. Ja, ja. Und der hält sich fest. Was moniert er? Was ist der Panemaker? Was moniert er? Verstehe es nicht. Er sagt, der Daumen war wieder vorne, der Daumen war wieder im Gesicht. Ja, der ist natürlich jetzt aufgebracht. Wobei es jetzt schlau für ihn wäre, nicht so viel zu reklamieren, sondern Drücker. In den Kampf reinzugehen. Nein, und Wittmann keine Pause zu geben. Er sollte Wittmann jetzt keine Pause geben. Er war der, der gerade das Zepter des Handels hat. So, jetzt kriegt er die Aufforderung, aufzustehen und zu kämpfen. So. Also in meinen Augen war das jetzt ein Fehler. Von De Panemaker. Er hätte lieber weiterkämpfen sollen. Absolut. Und hätte die Situation ausnutzen sollen, den Moment, okay. Wo Punktabzug, Wittmann Verwarnung angeschlagen ist. Für Mario Wittmann. Für Finger nach vorne und im Gesicht, im Auge des Gegners. So. Ja, kurzes Gespräch noch zwischen den beiden, die ja nicht super miteinander zurechtkommen, die sich auch schon lange kennen. Wollten auch früher schon mal gegeneinander kämpfen. Es hat sich dann einfach ein paar Mal zerschlagen. Aber ja, Wittmann was ist immer noch wieder genommen. Der Panemaker schießt wieder eine rechte. Nimm die Deckung hoch. Und wumms, wieder rein. Feuer, wieder, er ist wieder. Zu offen. Nee, zu Mario offen und weg vom Zaun. Der wackelt. Wo will er noch hin? Er steht schon mit dem Rücken am Zaun. Er kann der nicht weg. Der Panemaker war mit harten Händen wieder drin. Davon darfst du einfach nicht zu viel nehmen. Nein, irgendwann kommt eine Hand durch, jetzt kommt zu der Boden Ellbogen drüber. Und Mario Wittmann muss einstecken hier in dieser zweiten Runde. Und wieder. Und der Panemaker schlägt jetzt immer genau nimmt zu durch. Viel. Mario nimmt Nimm zu viel. Nimm die Hände hoch, Mario, sonst wird's bald dunkel. Ja, versucht er auszuweichen, versucht wegzupendeln. Aber dem fehlt scheinbar gerade momentan auch die Power für eine eigene. Gegenwehr. Er nimmt und nimmt und nimmt. Starke zweite Runde. Der Panemaker schickt ihn runter. Und aus. David, der Panemaker. Holt sich hier in der zweiten Runde den Sieg und knockt Mario Wittmann aus. Schwere Niederlage für Mario Wittmann. Ja, aber er hat dann zum Schluss einfach zu viel genommen. Da hat er ihn angeklingelt und ab dem Moment ging das dann los, dass der Panemaker immer mehr drückte, immer mehr Treffer landete. Wittmann versucht hier in den Schlagabtausch zu kommen. Der Schlagabtausch war aber die falsche Entscheidung. Er hätte technischer bleiben sollen, hätte weiter seine Kicks ja, nutzen guck mal, müssen. Der Panemaker, weil die rechte schon hält, die ist richtig aufgeladen. Und jetzt schickt er sie raus. Guckt da wieder, visiert lange an. Wieder mittendurch. Und jetzt geht Mario gleich runter, gleich kommt der Volltreffer, den werden wir auch noch sehen bestimmt. Ja, bei der rechten eben hat man schon gesehen, wie die Beine weich geworden sind. Ja, der war einfach schon so
angeklingelt, angeschlagen, dass er sich dann nicht mehr schnell genug dem Ganzen entziehen konnte. Und dann waren die Treffer, die waren dann so hart. Und da, ja, genau ran. Ja, die waren natürlich voll im Ziel, die Rechte. Ein super hartes Duell. Und hier haben die beiden gezeigt, dass du, egal ob du 44 oder 37 bist, dass du dir richtig nochmal einen starken Kampf liefern kannst. So, und jetzt sind sie auch wieder beieinander. Jetzt ist klar, es geht nochmal drum, was war los? Waren die Finger wirklich im Gesicht? Waren die im Auge? Aber da kommt der Handshake. Und das ist dann wichtig zum Schluss. David, the Panda Maker. Großer Erfolg für ihn. Den Abend kann ihm keiner nehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben zwei Mittelgewichter hier drin, die beide ein bisschen aussehen wie eine Pizza, aber das macht nichts. Sie haben hart gekämpft und dafür verdienen sie einen großen Applaus. David the Panda Maker, Mario Wittmann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein Referee-Stoppage. 3 Minuten 21 in der zweiten Runde. Und der Sieg geht an den Mann aus Eckental, David da Pennebecker. Ja, und? Sei live dabei, wenn die härtesten MMA-Fighter in den Cage steigen. Jetzt sofort Sitzplatz auswählen und ausdrucken.